Vincent Archibald Harper. Oder einfach nur der alte Harper, wie die meisten von uns ihn nannten. Ein bescheidener Mann, der bis ins hohe Alter jenen ehrwürdigen Beruf ausübte, der mit zum Wohlstand unserer Stadt beigetragen hat. Er war ein einfacher Fischer, so wie der heilige Petrus. Harper predigte zwar nicht das Evangelium, aber er befolgte streng die Regeln unserer christlichen Gemeinschaft. Moral, Anstand und Sitte waren keine Fremdwörter für ihn. Und bereitwillig gab er seine Kenntnisse an die jungen Männer weiter, die ihm nacheifern wollten. Einige von ihnen sehe ich heute hier unter uns. Oh ja, schämt euch nicht eurer Tränen. Mögt ihr auch den Stürmen des Ozeans trotzen, so dürft ihr ohne Scheu eurer ehrlichen Trauer Ausdruck verleihen. Ich begrüße auch ausdrücklich Bürgermeister White in unserer Mitte. Wo wir doch alle wissen, wie sehr ihn die Fürsorge um Harmony Bay in Anspruch nimmt. Als Mr. White von Harpers überraschendem und tragischem Tod erfuhr, war er sofort bereit, einen Großteil der Beerdigungskosten zu übernehmen. Denn ihm war wohl bekannt, dass der gute Harper stets seine Pflicht tat. So verteidigte er unser Vaterland im Zweiten Weltkrieg und bewies dabei herausragende Tapferkeit. Harper war ein Beispiel für uns alle. Ich erinnere mich an einen Satz von ihm, der da lautete: Heimat ist, wo mich das Meer mit kalter Gischt empfängt und Freundschaft nicht als morsches Versprechen gilt. Möge er in Frieden ruhen. Amen. Auf Wiedersehen, Mrs. Feldman. Und alles Gute für Ihr Baby. Wirklich gute Rede, Reverend. Auf Wiedersehen, Bürgermeister. Vielen Dank für Ihr Kommen. Jesus, der alte Harper. Danke, Reverend Mason. Sie waren großartig. Gern, Miss Perry. Danke, Reverend. Danke. Natürlich, mein Kind. Reverend, das war wirklich eine schöne Rede. Sie hätte dem alten Harper sicher gefallen. Danke, mein Sohn. Hätten Sie vielleicht einen Moment Zeit? Sicher, Deputy Landers. Was kann ich für Sie tun? Ich wollte Sie eigentlich nur fragen, ob Sie vielleicht etwas von den Codys gehört haben. Leider nein, mein Sohn. Bei mir hat sich niemand gemeldet. Ich verstehe das nicht, Reverend. Ich habe überall nach dem Streifenwagen fahnden lassen. Nichts. Der Wagen ist spurlos verschwunden. Aber das mit Harper, das war wirklich eine tragische Sache. In der Tat. Und so überraschend und plötzlich. Aber zumindest konnte er vor dem Tod noch seine Seele bei mir erleichtern. Was? Sie meinen, er hat kurz vor seinem Tod noch gebeichtet? Ja, das war vor ungefähr 2 Wochen. Etwa zur gleichen Zeit, als Sheriff Cody verschwunden ist. Und was hat er... Deputy! Mr. Forster? Was höre ich da, Reverend? Harper hat noch kurz vor seinem Tod die Beichte abgelegt? Ja, Mr. Forster. Hm. Welch glückliche Fügung. Ja. Und natürlich dürfen Sie uns nicht verraten, was den armen Kerl bedrückt hat, oder? Nun ja. Also, es war ja nicht das erste Mal. Es ging immer um seine Erlebnisse aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Die Midway-Schlacht. Verstehe. Das alles hat ihn nie losgelassen. Hm. Es muss schrecklich gewesen sein. So, ich muss jetzt weiter, meine Herren. Reverend. Sie rauchen? Ach, Landers. Das war doch eine schöne Rede, oder? Heimat ist, wo mich das Meer mit kalter Gischt empfängt. Unser Reverend findet doch immer noch die passenden Worte, nicht wahr, Deputy? Hm, kann schon sein.
Apropos, Deputy, Sie haben es sich nach all dem Trubel aber auch redlich verdient. Zigarette? Nein, danke. Ich habe zu tun, Mr. Forster. Mhm. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Bitte sehr, Landers. Das zweite Glas. Ist aber heute Abend nicht sehr durstig. Naja, kann ich verstehen. Du musst ja morgen fit sein für deinen großen Tag. Ach komm, hör auf. Hey, das meine ich ernst. Wenn einer es verdient hat, dann du. Danke, Sharky. Es ist nur so, dass ich die ganze Sache mit Sheriff Cody nicht aus dem Kopf bekomme. Eigentlich war er ein echt guter Mann. Und dann, vor zwei Wochen, verschwindet er so einfach von der Bildfläche. Wie damals unser Sheriff Gibson. Aber diesmal ist es noch schlimmer. Es sind Kinder im Spiel. Vergiss das nicht, Sharky. Kinder. Ja, du hast recht. Michael war ein kluger Junge. Mhm. Das arme kleine Mädchen, diese Amy, ist schrecklich. Was genau ist da nun eigentlich passiert? In der Stadt gehen ja die seltsamsten Gerüchte um. Ich weiß es nicht. Das macht mich ja so fertig. Ich war damals in seinem Haus, also in dem von Sheriff Cody. Sie waren alle wie vom Erdboden verschwunden. Wenn überhaupt, dann können sie nur das Nötigste mitgenommen haben. Kleidung oder Spielzeug von der Kleinen, das war alles noch da. Sogar die Fotoalben. Sowas lässt man noch nicht freiwillig zurück. Das ist ein Teil vom Leben. Allerdings. Hast du denn irgendeine Ahnung, was mit ihm? Nein. Aber das Haus war blitzblank. So sieht's nicht aus, wenn man Kinder hat, glaub mir. Als hätte irgendjemand die ganze Bude von oben bis unten geschrubbt, um Beweise zu vernichten. Um Beweise zu vernichten? Mhm. Meinst du, das war die Regierung? Schon merkwürdig. Und Taylor ist doch auch schon seit zwei Wochen verschwunden. Ob die zusammen mit Cody abgehauen ist? Angeblich hat sie sich telefonisch beim Bürgermeister beurlauben lassen. Ganz plötzlich. Ich weiß nur, dass ich mir verdammt große Sorgen mache. Ach, scheiß auf den großen Tag morgen. Gib mir noch ein Bier, Sharky. Wie du willst, Landers. Jedenfalls sind endlich auch diese Schnüffler von der Regierung weg. Die haben mich ganz nervös gemacht. Ja, nicht nur dich. Aber mal abgesehen vom Schicksal der Kinder, dieses verdammte Morden hat endlich aufgehört. Ich verstehe das nicht. Dieser Freak, der war es nicht. Niemals. Den hat's doch auch erwischt in eurer Zelle. Wie konnte das denn überhaupt passieren? Ach, keine Ahnung. Freak war ein Scheißkerl, aber nicht der Mörder. Aber wer dann? Ich weiß es nicht. Aber immerhin hat es aufgehört.